einen Biss bekommen. Wir hatten erst vorher einen Biss gehabt hier mit beim Stippen. Ist ein Hecht reingeballert, ein schöner. Und jetzt habe ich mal die Hechtmontage stationiert und er hat sich den gerade geholt. Ich hoffe, das ist er. Das war ein guter Hecht vorhin. Ich werde mal anschlagen. Das ist ein kleiner Köderfisch. Mit der neuen Rute. Krass, in den kleinsten Gräben. Alter Schwede. Geiler Fisch. Im Kescher im Auto. Der ist noch nicht müde. Auf jeden Fall richtig geiler Hecht. Boah, geil. Was gebacken oder was? Ja. Oder brauchst du nicht die jetzt die Palme? Du zittest ja jetzt schon. Alter, ich bin fix und fertig. Fix und fertig, Leute. So, oh, nee. Ich bin eingetütet. War langsam müde sein. Ja. Oh, schönes Ding, ne? Richtig geil, ey. So starten wir das neue Hecht, ja? Im Mai, erster Ansatz. Jetzt lande ich ja gleich, hoffentlich. Halt langsam den Rücken. Oh ja, 75er bestimmt. Der will einfach nicht. Das ist doch unglaublich, ey. Das hat auch Schnauze voll hier, ey. Schnauze voll. Ah. Glaubt alles nicht, ey. Geil gefährt. Richtig geiler Hecht. Komm rein. Oh, oh Gott. Jawohl! Jawohl! Jo, eingetütet, endlich. Eingetütet. Boah, ist der schwer. Oh Gott! Ja. Ja. Geiles Tier. Der hat auf jeden Fall 80. Krass. Billy! Ich bin viel zu fertig. Lass mal irgendwie rüberziehen hier. 83 cm, 84, richtig geiles Tier, Hammer, so, da ist er, richtig schönes Tier, ja, 84 cm, Hammer, unglaublich, was für ein Kampf, und das nur beim Stippen, ja, perfekt, yes! Hallo liebe Leute, da sind wir wieder. Matze und ich bin am Start. Ja, was soll ich sagen? Saisonstart 2020, Hechtangel ist angesagt. Und was soll ich sagen? Wir haben schon den ersten schönen Hecht erwischt. Ja, unglaublich beim Stippen. Mega geil. Ja, kurze Aktion. Und zwar, wir haben schön gestippt an so einem kleinen Minigraben. Und auf einmal dachte ich, ich habe einen Hecht dran. Ne? Oder einen Karpfen oder wie auch immer. Und auf einmal ist er schön mitgekommen. Hab den schön vorne angesehen. Ein richtig großer Hecht. Und dann ist die Schnur natürlich gekappt worden beim Stippen. Ja, dachte so, na, holst du schnell die Hechtrute raus. Haust nochmal rein und ja,
kurz vorm Zusammenpacken, wo ich dachte, na, geht ja wohl doch nicht mehr drauf, ist dann doch noch raufgeknallt und ja, richtig geil, 84 cm. Ja, mega. Also, ich bin durch für heute, jetzt ist Matze dran. Ja, mal gucken. Ja, wie gehen wir vor? Wir haben mal wieder hier Stellfischrute. 8 Meter. Normale Hechtpose, ich weiß nicht, 10 Gramm. Und eine Bleikugel, eine Gummiperle, Karabiner, 7x7 Flexonit und ein kleiner Zanderhaken. Und dann kommt der Köfi. Und dann wollen wir mal schauen, ob hier auch nochmal ein schöner Fisch einsteigt. So sieht es erstmal aus. Ja Leute, richtig geil. Und zwar, ich habe eine neue Stellfischrute geholt, auch wieder 8 Meter lang. Die ist ein bisschen schwerer als die von Matze Koch, die ich mal hatte. Aber die ist mir leider kaputt gebrochen. Bestimmt ein kleiner Systemfehler, ich hoffe es zumindest. Und ja, nur habe ich mir eine neue geholt. Wie gesagt, ein bisschen schwerer ist sie. Aber auch wieder 8 Meter lang. Und ja, mal gucken. Wie gesagt, hat schon ihren ersten Fisch gefangen. Perfekt eingeweiht, ne? Also optimal. Aber war trotzdem ganz schön schwer, muss ich sagen. Also sehr schnell ermüdet. Ich habe da, glaube ich, über 5 Minuten gedrillt, gekämpft. Also war schon ganz schön krass schwer. Naja. Aber trotzdem, perfekt. Ich bin mal gespannt, ob wir hier auch noch einen Fisch abgreifen können und wir noch ein paar schöne Live-Bisse für euch einfangen können. So Leute, wir haben Biss, Pose wieder abgetaucht, an der neuen Stelle, wir haben gerade gewechselt, die andere war noch nicht so berauschend, da ging nichts. Und jetzt versuchen wir hier den einen oder anderen schönen Fisch zu überlisten, mal gucken, was diesmal dran hängt. Hecht Nummer 2 vielleicht für mich. Oh, was war ein Barsch oder was? Geil, ein richtig schöner Barsch. Cool. Oh, der hat auf jeden Fall 30, du. Geil, ne, Matze? Oh, cool. So ein geiler Barsch, Leute. Geiles Tier. Ja. Auch schon adaptiert, ja. Den wollt ihr haben. Schöner Barsch. Krass. Perfekt. Bitte dank. So, da ist er. Der nächste zweite Fisch. Er wurde attackiert. Sieh mal den, ne? Meine Güte. Von beiden Seiten. Krass. Ja, richtig schöner Barsch. Geil. Ich denke mal 28, 30, ne? Ja. Auch fetten Köderfisch. Tobi, finde noch der Zander. Ne, der hat schon Zeit. Ja, das war der zweite Fisch für mich. Matze ist immer noch fischlos. Ja. Ja, war ein reiner Zufall mal wieder. Naja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Hechte. Ich hoffe es. Denn mit zwei Fischen können wir uns noch nicht zufrieden geben. Obwohl die Größe ja nicht schlecht schon meine. Naja, wir gucken mal. Ja, nachdem gestern nicht mehr viel ging, außer der große Hecht und der Barsch, auf Köfi
nicht einen einzigen Biss mehr verzeichnen können. Ja, bin ich heute nochmal los mit der Spinnrute. Matze ist zu Hause geblieben. Ja, mal gucken, was er verpasst. Ja, auf jeden Fall ein paar Würfe machen, nochmal ein paar Räuberballisten. Ich habe ein paar Mahnen dabei, ein paar Wobbler, ein paar Spinner und ein paar Gummifische. Und werde ein paar Stämme abklappern. Vielleicht kriegen wir noch den einen oder anderen Hecht heute oder einen schönen Barsch. Ja, Hauptsache ein Fisch. Wie gesagt, gestern lief es richtig schlecht. Gut, der große Hecht, da kann man sich kann man nicht meckern. Aber trotzdem, das kann auch nicht alles gewesen sein. Vielleicht kriegen wir den einen oder anderen schönen Hecht noch auf dem Wobbler oder so. Ja, mal ausprobieren. Fisch, 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 Fisch. Schönes Tier, ja, knappe 50 cm, aber ein Räuber auf Kunstköder. Nachdem gestern die Hechte auf Köderfisch nicht so wollten, klappt das heute mit Kunstköder umso besser. Ja, geil, hat Spaß gemacht. Tobi. So, den ersten Biss verwertet, einen schönen Hecht auf dem kleinen goldenen Wobbler Suspende. Richtig cool. Hat super funktioniert und ja, jetzt werden wir die Stelle mal wechseln und dann mal gucken, ob wir da auch noch den einen oder anderen schönen Fisch erwischen können. Gut, war es kein großer Hecht, aber besser als nichts und mal sehen, was noch geht.
So Leute, das war das Hechtangeln mit Naturködern. Hat nicht ganz sollen sein. Gestern hat es natürlich super funktioniert, ein schöner Start gewesen, noch einen schönen Barsch dazu erwischt. Ja, und heute bin ich allein los und habe mit Dropshot ein paar Barsche erwischen können. Ein Hecht mit Kunstköder und ja, können wir durchaus zufrieden sein. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und wenn ihr genauso viel Spaß hattet, drückt gefällt mir, abonniert mich und dann bis zum nächsten Mal.